Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Clicker Heroes. Ja, ich bin eigentlich mal weiter, ja. Und ich habe vergessen, Musik anzumachen. Okay, machen wir halt einfach mal ohne Musik von mir aus. Gut, weil ich habe Winamp jetzt auch nie. Ah, komm doch. Doch, ich mache mit Musik. Ja, die gehört halt auch dazu. So, einmal Winamp starten. Okay, ja. Gehen wir frei. Zack. So, ja. Und wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, gibt es ja nicht mehr täglich eine Folge Clicker Heroes. Und zwar ganz einfach deswegen. Weil wenn ich täglich eine Folge Clicker Heroes rausbringe, dann gibt es einfach nur so ganz, ganz kleine Folgen, wenn ich einfach täglich eine Folge mache. Und ich habe mich jetzt einfach entschieden, ich mache nicht mehr jeden Tag eine Folge, sondern einfach jeden zweiten, dritten oder vielleicht dann zwei, drei Tage in Folge wieder mal doch jeden Tag. Je nachdem, kommt so ein bisschen darauf an, auf jeden Fall, wie ich gerade Zeit dazu habe. Aber eben, wenn ich halt jeden Tag eine Folge bringen soll, dann wird die höchstens 7 Minuten gehen, ich meine so. Und sich nichts länger. Und ich komme natürlich auch weniger voran, wenn ich jeden Tag eine Folge aufnehme. Aber ja, ich habe jetzt wie gesagt 3 Tage lang keine Folge aufgenommen, glaube ich. Und ihr seht, ich bin jetzt bei Level 250 angelangt. Und wenn ich jetzt eine Quick Challenge machen würde, bekäme ich schon 55 Hero Souls. Und ja, wir sind ja auf jeden Fall. Und wir bekommen jetzt schon 73 Hero Souls, wenn wir jetzt senden. Und ja, ich habe auch ein paar neue Guilds dazu gekriegt. Beispielsweise habe ich jetzt Tweepies gegildet, was richtig nice ist auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ja, es sind heute jetzt auch erstmal. Zack. So, jetzt haben wir 111 Hero Souls. Richtig nice auf jeden Fall. Die werden wir nicht ausgeben, wir werden weiterhin Hero Souls ansparen jetzt, solange wir können. Ich denke mal bei ungefähr, ich weiß nicht bis wann, aber wir werden sicherlich 300-400 Hero Souls jetzt erstmal aufsparen. Und auch jetzt einfach klicken bis hierhin. Oder bis nach vorne. So, aber ja, eben, das hat mir ja letztens, wie gesagt, jemand in die Kommentare geschrieben. Und eben sagt, ja, und ich kann sich mal längere Folgen machen, als nur immer so 60 Minuten. Und ja, die Sache ist einfach, ja, könnte ich schon, aber da kann ich einfach nicht mehr jeden Tag eine Folge bringen, weil dafür würde die Zeit schlicht und einfach nicht ausreichen. Ja, deshalb würde ich eben sagen, ich mache einfach alle paar Tage mal eine Folge, dafür ist die Folge dann auch etwas länger und nicht nur eben 60 Minuten. Also eben, aber denken wir ans 10 Minuten, kann ich die Folge auch gar nicht machen im Moment. Weil wir einfach immer noch so im Early Game sind im Moment. Ja. Gut, was ist sonst noch passiert in diesen Tagen? Ich glaube von den Achievements her nicht viel. Ja, wie gesagt, ich bin bei Level 249 jetzt bei meiner High Zone, aber ist ja relativ gut und so. Da kann man nichts schauen, dass das noch. Dass es noch Early. Also gut, doch Early Game ist es auf jeden Fall noch. Aber ja, wir warten jetzt auch bis auf den Item Mode, genau. So, und jetzt geht's ab, jetzt wo der Item Mode da ist. ja gut, was soll ich sonst noch sagen? Eigentlich echt nicht viel. Wie gesagt, es wird nicht mehr täglich eine Folge Clicker Heroes geben, außer ihr wollt euch täglich eine Folge haben. Ihr könnt das mir in die Kommentare schreiben. Also, mir ist es egal, ich kann von mir aus schon täglich eine Folge hochladen. Aber eben, dann ist halt echt nicht so kurz und da kommen wir uns theoretisch auch weniger schnell voran, weil ich dann zum Beispiel einfach jede Ascension aufnehmen würde, die ich machen würde. Und ich, das heißt natürlich auch, ich würde ab und zu dann immer wieder so ein bisschen auch labern dazu. Und ich könnte dann auch nicht allzu viel erklären, weil, wenn ich immer schnell senden würde. Halt, aber gut, ich denke mal, mittlerweile dürfen sich die meisten Leute halt eh auch schon ein bisschen auskennen, die dieses Clicker Heroes so noch aktiv verfolgen. Oder immer noch oder neu dazugekommen sind, vielleicht auf meinen Kanal. Und so Leute, die vielleicht gerade meinen Kanal eben genau wegen Clicker Heroes auch kennengelernt haben, weiß man ja nie. Ja, wie gesagt, ihr seid gefragt, mir wäre es egal, ob ich einfach alle paar Tage eine Folge hochladen soll, wo ich dann halt auch schon zeige, was ich in diesen paar Tagen erreicht habe. Weil wie gesagt, wenn ich nicht immer täglich eine Folge aufnehmen muss, dann kann ich auch wirklich schneller, dann komme ich auch schneller voran, ganz ehrlich, ist wirklich so, ich auch so ein bisschen gemerkt in letzter Zeit. Und ja, und ich merke schon, ich bin irgendwie zu langsam mit dem Upgrades kaufen im Moment. Ja, und ich kriege gerade schneller Gold an sich, dass ich irgendwie das Gold ausgeben kann. Ist natürlich nice. So, gleich mal alle Upgrades kaufen. Ich habe by the way auch noch ein zweites Skin auf dem Mask Samurai gekriegt, was auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Vorteil ist am Anfang. Beim Mask Samurai ist von der Effizienz her schon einer dieser Heroes, der echt viel Schaden macht. Und da wir sehen auch rechts, wir machen überall One-Hit im Moment. Praktisch. Ja, und ansonsten ja nicht viel zu sagen gibt es ja nicht. Ich wollte wie gesagt mal noch eine kleine Talkrunde über Varo machen demnächst, aber ich denke mal, das kann man gut machen, wenn ich das könnte man gut machen, wenn ich mal täglich eine Folge oder doch täglich eine Folge Clicker Heroes bringen soll. Da kann man echt mal gut über so verschiedene Themen reden wie Varo.
Ansonsten wird es dann doch eher schon wieder fast knapp, weil ich möchte dann immer zuerst auch, auch dass es ums Spiel geht halt am Anfang der Folge. Das heißt, ich möchte dann wirklich auch über das Spiel viel reden, also über das Spiel an sich selbst, also eben Clickoyos halt. Und zu Themen kommen und erst dann später. Und ich meine, wenn ich jetzt schaue, sind jetzt schon bei 5 Minuten angelangt. Und ich habe noch nicht mal ganz alles erklärt, was ich eigentlich gemacht habe, bisher in Clickoyos. Wie gesagt, ich habe einfach hochgelevelt bis Level 250 und habe jetzt schon wieder über 100 Heroes durchgekriegt. Und ich habe eine Ascension gemacht, jetzt, die ihr nicht gesehen habt. Also, ich habe eine einzige Ascension gemacht, die ich nicht aufgenommen habe. Genau, und was auch noch passiert ist, ich war einmal halt am Clicko das Spielen. Also, Clicko Heroes, ja, war ich am Spielen. Und dann ist der Strom bei uns ausgefallen. Das heißt natürlich, mein PC ist abgeraucht dadurch auch. Also, nicht kaputt gegangen oder so zum Glück. Also, es hat halt gewittert im Prinzip, Blitzeinschlag und ja, dann war halt Game Over. Das ist passiert, ich weiß nicht genau, wann es war. Ich habe dann letzte Woche. Montag oder Dienstag muss es gewesen sein, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist dabei leider sehr, sehr viel kaputt gegangen. Ich habe ja nämlich auch eine Folge aufgenommen, also die letzte Folge Krieg, wo ihr es hier gesehen habt, die auch noch vor dem, bevor das passiert ist, aufgenommen. Und ja, deshalb muss ich sowieso jetzt, oder kann ich jetzt sowieso ein paar Tage nicht aufnehmen, weil sonst wäre ich halt im Prinzip wieder hinter dem gewesen, was ihr gesehen habt. Und das wäre natürlich auch echt so geil gewesen. So und irgendwie. Ah ne, ich dachte gerade, das Spiel beginnt mal wieder zu laggen, aber. Ne, war dann doch nicht so, okay. Na, schon eigentlich ganz gut. So, ich habe auch ein zweites Skill auf Referee gekriegt. Glaube ich, oder? Gequickt. Moment mal. Genau. Ne, also ein Drittel sogar, stimmt. Ist das Referee tatsächlich schon 3 Guilds? Das ist nice. Ich glaube, sonst haben wir noch keinen Hero, der 10. 10. der 3 Guilds hat. Glaube ich jetzt fast nicht. Ja, jedenfalls, von den Heroes her, von Ancients her meine ich, da hat sich glaube ich nicht sehr viel verändert. Da können wir gleich auch mal reingucken nachher. Aber bei den Ancients, ich glaube ich habe einfach einen, Moment mal. Genau, ich habe Atman, ich weiß gar nicht auf welchem Level, den wir vorhin hatten. Atman oder Atman, wie auch immer, die haben mich auf jeden Fall auf Level 5 gepackt und das bringt es auf jeden Fall. Dann ansonsten, ja, viel gelevelt habe ich wie gesagt noch nicht. Und ich habe auch gesehen, und jetzt kommt gerade, da auch sagt, oh, alles klar. Also werden auf jeden Fall hier keinen Reroll machen, sondern werden uns auf jeden Fall Solomon kaufen als nächstes. Solomon sollte man sich eigentlich auch nicht allzu früh kaufen. Solomon sollte man so frühestens ans 10. Ancient so plus minus kaufen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, denn Solomon ist halt in dem, was er macht, richtig OP. Aber für den Anfang halt noch nicht unbedingt geeignet. Aber ich werde es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Wir werden uns Solomon kaufen auf jeden Fall. Und da was er im Prinzip macht, der macht ganz einfach, dass die Monster, oder eben die Monster, die man hier und hier tötet, ne, eigentlich die Bosse, um genau zu sein, der macht ganz einfach, dass die Bosse mehr Hero Souls droppen, wenn der Boss natürlich Primal ist. Das ist halt im Prinzip ja schon richtig OP, kann man so sagen. Aber eben, man sollte ihn nicht allzu früh kaufen, aber man sollte ihn schon bald mal kaufen, wenn man mit Clickoyos beginnt, aber eben. Gerade direkt so am Anfang, oh ja, Solomon, okay, kaufen. Nee, da bringt Solomon noch überhaupt nichts. Aber ich würde schon mal behaupten, ja gut, wir sind jetzt zwar schon noch relativ weit am Anfang, aber ich behaupte jetzt einfach mal, doch, es lohnt sich für uns Solomon bereits zu kaufen. So, und jetzt müssen wir wieder umsteigen auf noch 10er Schritte. Aber wie gesagt, ich würde einfach gerne wissen, ob ich täglich eine Folge hochladen soll oder ob ich halt einfach alle paar Tage eine Folge hochladen soll und dann seht ihr halt, was ich so im Part angemacht habe. Ich meine, ich spiele auch nicht unbedingt jeden Tag an diesem Spielstand. Das ist schon so. Ich kann auch ganz gut mal idlen lassen für ein paar Tage. Also ich bin da sehr flexibel. Aber das müsst ihr entscheiden, ob ihr täglich eine Folge sehen wollt oder nicht. Oder eben längere Folgen oder eben. Also im Prinzip geht es einfach darum, mehr Folgen oder längere Folgen. Dazwischen könnt ihr entscheiden. Etwas anderes gibt es leider nicht. Tut mir leid. Da ist ja noch viel zu. Ja, okay, gut, lassen wir es. Nee. Wie gesagt, ihr könnt entscheiden. Ich möchte euch nichts vorschreiben, ich möchte euch zu nichts zwingen. Ihr entscheidet einfach. Nach eurer Wahl. So, wir sind jetzt auch bald bei 10 Minuten angelangt. Und ja, welche anzusprechen gibt es nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen noch so lange, bis wir das Relikt finden. Das heißt, sicherlich bis Level 100 noch. Wobei, eigentlich könnte es sogar noch etwas länger als bis Level 100 dauern, bis das der Relikt kommt. Aber jetzt sehen wir mal, was wir für einen Relikt bekommen. Auf jeden Fall könnte man sagen, bei 15 Minuten ist dann schon wieder Schluss mit der Folge. Aber wir sehen jetzt einfach mal.
wie lange das Zeug hier noch weitergeht, wie lange man hier noch weiter dem Gehen und keine Ahnung, dem Spiel zuschauen kann. Ich meine, ja, auf jeden Fall. So, und da haben wir Omes gekillt, plus eine Hero Soul bei der nächsten Ascension. Nice. Übrigens, auch wenn man Solomon hochgelevelt hat, wird Omed immer noch nach wie vor dann eine Hero Soul droppen. Omed verändert sich dadurch nicht durch diese Prozentanzeige. Aber ja, das erkläre ich dann alles am besten nochmal, wenn wir dann auch Solomon ja haben. Weil dann ist es auch eher logisch für euch, würde ich mal behaupten. So, okay, man sehen. Ja, das Relikt kam noch nicht bisher, glaube ich. Ah, es kommt schon noch. Das kommt schon noch. Ich würde ganz gerne hier noch 10 Level kaufen, genau. So, man sehen, es ist natürlich auch so, je später, so, je höher das Level ist und je in einem höheren Level das Relikt spawnt, desto besser ist es natürlich auch. Schön, ich habe noch ein paar neue Relikte gekriegt, dann so eines, glaube ich, einmal. Und zwar. Wo ist das denn? Ich glaube, einmal. Ich weiß gar nicht, welches. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es auch schon gezeigt habe. Aber ich kann sagen, es kann auf jeden Fall sein, dass ich ein neues Relikt dazugekriegt habe. Seit der letzten Folge. Müsste fast so sein. Ich meine, ich habe ja eine Ascension gemacht ohne euch. Ah, da muss fast etwas Neues dazugekommen sein. Aber ich kann es gerade echt nicht sagen, was es war und welches es war. Tut mir leid. So, mal sehen, kaufen wir hier noch. Das auf Level 100, sehr gut. Und dann würde ich sagen, kaufen wir einen General. Zack. Aber das Relic kommt noch immer nicht. Und wenn das Relic Usetzung auch kommt, irgendwann. Weil es müsste schon bald kommen. Aber gut, es ist natürlich auch gut. Je später das Relic kommt, desto besser ist es natürlich auch. Also man muss immer diesen Hintergedanken auch haben. Das darf man nicht vergessen. Aber man sieht schon, na, ich bin jetzt bis Level 100 durchgekommen. Ohne einen einzigen Klick dafür zu machen im Prinzip. Also ich musste nie wieder aus dem Item Mode rausgehen oder mit irgendwelchen Skills nachhelfen. Und da merkt man schon, also ja. Es senden und dann bringt's das. Wie gesagt, es macht auch wenig Sinn, irgendwie noch lange bei Level 140 zu warten, bis man da vielleicht mal den Boss 140 knacken kann, wenn man noch nicht das erste Mal gesendet hat. Das ist einfach verschwendete Zeit im Prinzip. Alter, aber na, wenn das Relikt jetzt dann erst gleich kommt, dann ist es also ein richtig gutes eigentlich. Das muss ein richtig gutes sein, wenn es auch wirklich kam bis jetzt. Ich bin da gespannt drauf, ich bin echt gespannt. So, aber gut, ich meine von der Damage her sieht es noch ganz schön aus im Moment. Wie sieht es hier aus? 43 Rubis, ja, 55 Hero Souls. Kriegen wir bald, würde ich mal sagen. Und wir können bereits den ersten Frostlift gleich kaufen. Ah, das ist auch richtig nice, das geht richtig schnell jetzt mittlerweile. Das geht richtig, richtig schnell. Okay, ich kaufe gleich einen Frostlift, glaube ich. So, mal sehen, Gold droppt da eh genug, danke. Sialatas, nicht an Libertas. Sialatas ist der Ancient, der für Schaden verantwortlich ist und Libertas ist der für Gold verantwortlich ist. So. Es ist aber dann schon mal bald das Relikt kommen, aber ich sehe es nach wie vor nicht. Aber gut, ich bin jetzt gerade richtig positiv überrascht, dass es so lange dauert. Aber ja, ich meine, wir haben Frostleaf und Frostleaf hat immerhin zwei Guilds drauf und dadurch geht das Ganze eh genug schnell, wir machen eh noch genug Damage. Ne? Und ich dachte eigentlich so, ja, das Relikt kommt, das ist dann gleich bestimmt bei Level 100, aber. Dann wird das eine richtig lange Folge, also lasst auf jeden Fall schon mal eine positive Wertung dafür da. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. So, naja, die Frostliefe jetzt hochzuleveln, ist auch richtig easy. Ich hätte übrigens schon fast mal einen Dreadnought kaufen können. Ich war schon mal bei etwa fast 4000 U. Und ja, ein Dreadnought kostet ja 10.000 U. Und U steht für Undecillionen, also eine 1 mit 19 Nullen im Prinzip. Müsste das sein, ja, ich glaube nein. 1 mit 19 und so ist eine Undecillion. So, da kriegen wir jetzt 2 Hero Souls bei einer Ascension. Sehr nice. Aber wir haben noch keine Relikt gekriegt. Leute, die Folge dauert jetzt einfach so lange, bis wir ein Relikt kriegen. Challenge accepted. Aber ich hoffe, es kommt bald, weil wir sind schon bei 140, ne? Und bisher, ich hab noch nie ein Relikt gekriegt, was nach Level 110 kam. Und wir sind dann schon bei 140. Also ich bin echt, ich bin echt gerade schon fast ein bisschen vom Hocker gehauen, kann man sagen. Aber gut. Ja, und wie? Na gut, ich weiß nicht. Na. Okay, es ist bei Level 140. Alles klar. Keine Relikte nach wie vor. Aber ich bin richtig gespannt. Wir müssen vielleicht doch irgendwelche Skills gleich einsetzen. Ich fürchte es leider. Aber mal schauen.
Mal schauen, wie lange es noch geht, bis das Reddikt kommt. Oder eben das Reddikt-Us, was man ja töten muss. So, da ist es, da ist es, da war's. Okay, und das Reddikt, was ist es für ein Reddikt? Es ist plus 4 Seconds to Duration of Metal Detector. Oh nein, Mann, das ist überhaupt kein gutes Reddikt. Sorry, müssen wir leider wechseln. Mal und sonst. Jupp. Das bringt uns überhaupt nichts. Ist zwar eines der wertvollsten Relikte, im Prinzip, was wir bisher haben, aber es bringt uns einfach nichts. Bringt uns wirklich nichts. Schade, ich habe jetzt echt das Beste erhofft. Aber nun gut, ich würde sagen, wir haben wieder mal einen Einblick gekriegt, was bei Clickoyo so aktuell geht. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen die Ancients noch hochleveln. Und ja, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ihr könnt entscheiden, wann die nächste Folge kommt. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr Tag jetzt vorhin haben wollt oder ob ihr einfach länger vorhin haben wollt, wie diese jetzt zum Beispiel. Dafür halt einfach nicht mal jeden Tag. Das dürft ihr wirklich entscheiden. Schaut einfach in die Kommentare und ja, dann wisst ihr da Bescheid drüber. Ich und ihr und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann, Leute. Wir sagen Peace out und wir sehen uns. Bye, bye.